Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Unternehmertum. Ich zeichne dieses Video gerade Anfang Juli 2019 auf und habe jetzt praktisch seit über 3 Monaten mein Unternehmen gegründet. Ich bin seit über 3 Monaten selbstständiger Unternehmer. Ich habe zum 1. April 2019 ein Einzelunternehmen gegründet mit dem Zweck der Unternehmensberatung, des Trainings und des Online-Vertriebs von Informations- und Schulungsprodukten. Genau da kommt auch schon der Grund, warum ich nicht freischaffender Unternehmensberater und Dozent bin, sondern eben ein Einzelunternehmen mit richtigem Gewerbeschein angemeldet habe. Ich bin dann zum 1.5., also einen Monat nach meiner Gründung, hier in das Gründerzentrum in Gera gezogen und habe hier 2 ziemlich coole Büroräumlichkeiten, die ihr schon mal in einem früheren Video gesehen habt. Das, was sich mit dabei verändert hat, werde ich demnächst auch nochmal genauer zeigen. Seit dem 1.6., also einen weiteren Monat später, bin ich auch noch Arbeitgeber. Ich habe meine erste Mitarbeiterin eingestellt, die Sophie. Aus meinem alten Job war sie schon in meiner Abteilung und sie unterstützt mich jetzt eben in den ganzen Hintergrundaufgaben. Das heißt, sie recherchiert die Themen aus, sie entwickelt die Beratungsframeworks und ist vor allem fleißig rund um die Marktbeobachtung und eben das Ausrecherchieren der ganzen Veränderungen regulatorischer Natur, rechtlicher Natur und technologischer Natur in der Energiebranche. Wir bieten also ganz klassische Unternehmensberatung, vor allem für Stadtwerke, kleinere Stadtwerke in Mitteldeutschland an. Da geht es also zum Beispiel um Geschäftsmodellberatung entlang der Energiewende und Digitalisierung, entlang des Klimawandels und dort eben die richtigen Zeichen zu setzen und tatsächlich da auch noch Geld verdienen zu können, ist nicht ganz so einfach für die klassischen Stadtwerke. Die haben wenig eigene Entwicklungsbereiche und Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Und genau da setze ich an und biete eben spezialisierte Best Practices für kleinere Stadtwerke in vor allem Mitteldeutschland an. Darüber hinaus geht es ein bisschen um Content Marketing, also genau das, was ich ja hier tue. Richtig gutes Wissen einfach online zu stellen und dadurch Kunden zu generieren, ist etwas, was ich selbst tue und erfolgreich tue. Und darum berate ich in diesem Feld auch zum Beispiel Energieversorger und Stadtwerke. Und schlussendlich die Prozessoptimierung, vor allem nach Lean Six Sigma. Das heißt also das Beobachten, das Aufnehmen und das Optimieren von Prozessen, Schnittstellen und vor allem den Anwendern. Rund um eben die Digitalisierung, die Weiterentwicklung von Prozessvorgaben und so weiter. Weiter geht es mit den klassischen Seminaren, das heißt Quereinsteigerseminare, 2 bis 5 Tage für neue Mitarbeiter, die mit kaufmännischer Vorbildung in die Energiewirtschaft gehen wollen und jetzt erstmal richtig verstehen müssen, was läuft da eigentlich alles. Und es gibt, wie gesagt, auch schon seit April den ersten Online-Kurs, den ich für die Energiewirtschaft entwickelt habe. Das ist bis heute der einzige richtige Online-Kurs für die Energiewirtschaft und der ist eben von mir, von Energiewirtschaft einfach. Aufgrund dieser diversen Angebote habe ich, wie gesagt, mich dazu entschieden, ein Einzelunternehmen zu gründen. Das geht unglaublich schnell, weil man geht nur zum Gewerbeamt, man sagt, hey, ich habe Folgendes vor zu gründen, man füllt dann gemeinsam das Formular aus. Ein paar Tage später bekommt man Post, unter anderem auch vom Finanzamt, wird gefragt, was man sich so für Umsätze vorstellt, wie man eigentlich bilanziert oder buchhaltet. Und das sollte man am besten zusammen mit einem Steuerberater machen. Ich habe natürlich auch einen externen Steuerberater gesucht, eine Steuerberaterin, die auch gleich meine gesamte Buchhaltung mit übernimmt, sodass ich mich da ein Stück weit zurücklehnen kann. Das Einzelunternehmen geht also relativ einfach zu gründen. Wie gesagt, nur einmal hingehen, machen und dann hat man das Unternehmen schon da. Man bekommt dann natürlich auch eine Umsatzsteuer-ID irgendwann zugeschickt. Das Ganze macht das Unternehmen etwas greifbarer, aber sowas wie einen klassischen Eintrag im Handelsregister oder sowas ähnliches muss man nicht machen, bekommt man auch nicht. Diesen ganzen Aufwand, auch mit einem Notar einen richtigen Gesellschaftsvertrag aufzustellen, fällt da eben weg. Der Nachteil des Einzelunternehmens ist aber natürlich, dass man komplett haftet. Man ist als Einzelunternehmer das Unternehmen. Das heißt, mit allem, was ich habe und mit allem, was ich nicht habe, hafte ich für mein Unternehmen, für mein Wirtschaften. Bei einer GmbH oder bei einer Unternehmergesellschaft ist das natürlich anders. Da gibt es eine Haftungsbeschränkung, wie es der Name ja schon sagt. Das heißt, da hafte ich nur mit dem Kapital, was ich in das Unternehmen eingezahlt habe. In der Zukunft ist das für mich natürlich auch eine Option. Ich werde mein Einzelunternehmen irgendwann weiterentwickeln zu einer Kapitalgesellschaft, weil es ja gerade auch rund um Consulting und größere Projekte wichtig ist, eine Haftungsbeschränkung einfach nachweisen zu können. Ansonsten läuft es eigentlich für mich darauf hinaus, ich muss nur zeigen können, dass ich mich mit den Themen wirklich gut auskenne, die ich eben anbiete. Und deswegen mache ich diese ganzen Videos. Für eine Unternehmensgründung ist es natürlich wichtig, dass man mit ein bisschen Geld startet, weil auch eine Bank es klassischerweise etwas schwierig hat, für einen
Gründer einfach mal Geld locker zu machen. Das heißt, ich habe mit einem gewissen Eigenkapital gestartet und bin dann aber zu meiner Bank gegangen, zu meiner Geschäftsbank und habe gesagt, hey, lass uns hier mal einen Gründerkredit ausmachen. Der wird dann gemeinsam mit einer Förderbank, zum Beispiel der KfW oder in meinem Fall mit der Bürgschaftsbank Thüringen, weiter ausgearbeitet. Man überzeugt dann die Bankangestellten und vor allem die von der Bürgschaftsbank bzw. von der KfW davon, dass die eigene Idee richtig, richtig gut ist. Man hat vielleicht auch einen Vororttermin und muss das Geschäftsmodell erklären. Das hat bei mir richtig gut funktioniert. Die Bankkollegen sind sehr, sehr begeistert davon, was ich hier versuche anzubieten und was ich hier gerade aufbaue und sind dementsprechend lockerflockig mitgegangen. Dementsprechend kann ich jetzt vergleichsweise entspannt mein Unternehmen weiter aufbauen und habe ja auch schon die ersten Kunden, die bei mir Seminare bestellen. Und dementsprechend habe ich den Proof of Concept und konnte relativ schnell mit diesem ja auch klassischen und konservativen Geschäftsmodell an den Markt gehen. Dass ich gleichzeitig diese moderne Geschichte mit dem Online-Portal entwickle, ist natürlich umso interessanter für die Zukunft, für die Langfristigkeit und das leuchtet den Bankangestellten natürlich auch ein. Für ein klassisches Startup mit technologischen Entwicklungen, die richtig innovativ sind, vielleicht auch disruptiv sind, ist das dann vielleicht etwas schwieriger. Die gehen ja klassischerweise dann auch in eine Venture Capital Finanzierung, die suchen sich richtige Investoren. Das ist bei mir nur so nebenbei vielleicht interessant. Das kann mal passieren, aber klassischerweise werde ich mich aufgrund meines Geschäftsmodells mit staatlicher Unterstützung aufbauen können. Soweit eigentlich zur Begründung, warum ich ein Einzelunternehmen gegründet habe. Nochmal zusammengefasst, es geht darum, dass es schnell geht. Ich brauche nur einmal zum Gewerbeamt gehen und schon habe ich das Unternehmen gegründet. Ich brauche keine weiteren Verträge aufbauen. Ich muss nicht mit einem Notar arbeiten. Ich gehe nur zum Gewerbeamt und fertig. Danach, wie gesagt, nochmal alles mit dem Finanzamt durchsprechen, aber dann hat man sein Unternehmen bereits fertig gegründet. Dann gilt es natürlich noch weitere Sachen zu beachten, gerade als Arbeitgeber muss man natürlich mit den Krankenkassen zusammenarbeiten, man muss sowieso zu einer Berufsgenossenschaft und so weiter und so fort. Das ist dann alles nochmal ein Thema für weitere Videos, aber so gesehen ist das Einzelunternehmen die einfachste Variante, mit vollem Impuls ein Unternehmen zu gründen, aber eben auch komplett dafür zu haften, was man tut und was man eben nicht tut. Und das war es auch schon für heute zum Thema Unternehmertum. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann stellt die in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.